Shalom, unser Shiur שלנו הוא יום האהבה. Shalom, unser Thema ist der Tag der Liebe. Der 15. Av, wir lesen Originalzitate aus den Quellen. Wir beginnen mit Punkt Nummer 12. Punkt Nummer 16, sorry. Baala Sulam, Einführung in das Studium der Zehn Sphirot. Wenn wir die Attribute der Liebe zwischen Mensch und Menschen betrachten, finden wir vier Maße der Liebe, eines über dem anderen, also zwei, die vier sind. Das erste ist die bedingte Liebe. Es bedeutet, dass aufgrund der großen Güte des Vergnügens und des Nutzens, den man von seinem Freund empfängt, seine Seele mit wundersamer Liebe an ihm hängt. Dabei gibt es zwei Maße. Das erste Maß ist, dass sie, bevor sie sich trafen und begannen, sich einander zu lieben, einander Schaden zufügten. Jetzt aber wollen sie sich nicht mehr daran erinnern, denn Liebe bedeckt alle Vergehen. Das zweite Maß ist, dass sie immer Gutes getan und einander geholfen haben. Und es gibt keine Spur von Schaden oder Nachteil zwischen ihnen. Das zweite ist bedingungslose Liebe. Es bedeutet, dass man weiß, dass die Tugend des Freundes erhaben ist, jenseits jedes vorstellbaren Maßes. Deshalb haftet seine Seele mit unermesslicher Liebe an ihm. Auch hier gibt es zwei Maße. Das erste Maß ist, bevor man jedes Verhalten und jeden Tag des Freundes bei anderen kennt. Zu diesem Zeitpunkt wird diese Liebe als weniger als absolute Liebe angesehen. Das liegt daran, dass der Freund mit anderen zu tun hat, und oberflächlich betrachtet scheint anderen aus Nachlässigkeit zu schaden. Wenn der Geliebte sie sehen würde, wäre der Vorzug seines Freundes völlig verdorben und die Liebe zwischen ihnen würde korrumpiert werden. Doch da er diese Handlungen nicht gesehen hat, hat seine Liebe immer noch ganz, ist seine Liebe immer noch ganz groß und wahrhaft wunderbar. Das zweite Attribut der bedingungslosen Liebe ist das vierte Attribut der Liebe im Allgemeinen, das ebenfalls aus der Erkenntnis der Vorzüge seines Freundes stammt. Doch darüber hinaus kennt er jetzt alle seine Handlungen und Verhaltensweisen mit jedem Menschen. Kein einziger fehlt. Er hat sie geprüft und festgestellt, dass nicht nur keine Spur eines Fehlers in ihnen ist, sondern dass seine Güte größer ist als alles Vorstellbare. Jetzt ist es ewige und vollkommene Liebe. Beachtet, dass diese vier Attribute der Liebe zwischen Mensch und Mensch, auch zwischen dem Menschen und dem Schöpfer gelten. Ja, nochmal, das ist nicht wirklich einfach. Also wenn es Fragen gibt, aber das können wir Fragen haben, aber das ist, denke ich, sehr, sehr klar. Bitte nochmals, lies nochmals. Wir lesen nochmals Zitat Nummer 16 von Baala Sulam. Wenn wir die Attribute der Liebe zwischen Mensch und Mensch betrachten, finden wir vier Maße der Liebe. Eines über dem anderen, also zwei, die zusammen vier sind. Das heißt, wenn wir uns dem Schöpfer nähern wollen, gibt es zwischen uns und ihm vier Stufen,
um uns mit ihm zu verbinden. Sie werden als vier Maße der Liebe bezeichnet, vier Attribute der Liebe bezeichnet. Hören wir diese. Das erste ist die bedingte Liebe. Es bedeutet, dass aufgrund der großen Güte des Vergnügens und des Nutzens, den man von seinem Freund empfängt, seine Seele mit wundersamer Liebe an ihm hängt. Und dabei gibt es zwei Maße. Das erste Maß ist, dass sie, bevor sie sich trafen und begannen, sich zu lieben, einander Schaden zufügten. Jetzt aber wollen sie sich nicht mehr daran erinnern, denn Liebe bedeckt alle Vergehen. Das zweite Maß ist, dass sie immer Gutes getan und einander geholfen haben. Und es gibt keine Spur von Schaden oder Nachteil zwischen ihnen. Das zweite ist bedingungslose Liebe. Es bedeutet, dass man weiß, dass die Tugend des Freundes erhaben ist, jenseits jedes vorstellbaren Maßes. Deshalb haftet seine Seele mit unermesslicher Liebe an ihm. Auch hier gibt es zwei Maße. Das erste Maß ist, bevor man jedes Verhalten und jede Tat des Freundes bei anderen kennt. Zu diesem Zeitpunkt wird diese Liebe als weniger als absolute Liebe angesehen. Das liegt daran, dass der Freund mit anderen zu tun hat und oberflächlich betrachtet, scheint der anderen auch aus Nachlässigkeit zu schaden. Wenn der Geliebte sie sehen würde, wäre der Vorzug seines Freundes völlig verdorben und die Liebe zwischen ihnen würde korrumpiert werden. Doch da er diese Handlungen nicht gesehen hat, ist seine Liebe immer noch ganz, groß und wahrhaft wunderbar. Das zweite Attribut der bedingungslosen Liebe ist das vierte Attribut der Liebe im Allgemeinen, das ebenfalls aus der Kenntnis der Vorzüge seines Freundes stammt. Doch darüber hinaus kennt er jetzt alle seine Handlungen und Verhaltensweisen mit jedem Menschen. Keiner fehlt. Er hat sie geprüft und festgestellt, dass nicht nur keine Spur eines Fehlers in ihnen ist, sondern dass seine Güte größer ist als alles Vorstellbare. Jetzt ist es ewige und vollkommene Liebe. Beachtet, dass diese vier Attribute der Liebe zwischen Mensch und Mensch auch zwischen dem Menschen und dem Schöpfer gelten. Gut, ich verstehe auch, warum ihr keine Fragen habt, weil es tatsächlich, weil hier zu viel Inhalt ist, zu viel Information. Aber langsam werden wir uns dem nähern und das klären. Das, was wir im Großen und Ganzen zu verstehen haben, ist, dass in dem Maß, in dem der Mensch sich dem Schöpfer nähert, er anfängt zu erkennen, dass es nichts Böses in der Welt gibt. Es gibt auch keine Sünder und keine Frevler in der Welt, keine Bösewichter. Und die ganzen Vergehen, Verbrechen, die er zuvor gesehen hat, und die Bösen, die er zuvor gesehen hat, war deshalb, weil er selbst verdorbene Eigenschaften hatte. Aber indem er sich nun selbst korrigiert in allen möglichen Formen des Empfangens, so sieht er, dass die ganze Welt aus vollkommenen Gerechten besteht und es niemanden gibt, den man beschuldigen könnte. Und so gelangt er zur ewigen
absoluten Liebe zum Schöpfer. Das heißt, alles ist abhängig davon, wie sehr der Mensch sich selbst korrigiert. Beersheba, Siebenbrunnen. Ich möchte verstehen, ob meine Annäherung an den Schöpfer auch die Annäherung und die Liebe mit den Freunden beeinflusst. Oder wenn ich mich an den Schöpfer, wenn ich den Schöpfer liebe, dann tue ich nur den Schöpfer lieben. Die Liebe zum Schöpfer und die Liebe der Geschöpfe ist eigentlich ein und dasselbe. Für uns ist der Weg bloß so, dass wir durch die Liebe zu den Geschöpfen zur Schöpferliebe gelangen. Unity 1, bitte. Meine Liebe. Тот вариант, когда товарищи делают друг другу добро, и это зависимо от этого добра, это понятно. А вот там вторая часть говорится, что... In dem Maße, in dem die Freunde Gutes tun gegenseitig, sich gegenseitig. Aber и на фоне этого возникает зависимость. Wenn sie nicht schaden wollen einer dem anderen, am Hintergrund... Ich kann das nicht näher erläutern, weil das eine sehr, sehr großes, ein ganz großer Themenkomplex ist und alles miteinander verbunden ist. Wie viel du jetzt verstehst, verstehst du halt. Durch dein Lernen, dein Studium, deine inneren Entwicklung wirst du halt mehr verstehen. Ich kann jetzt nicht bloß einfach so anfangen, diese vier Grade zu erklären. Je mehr ihr lesen werdet, nachdenkt, euch noch mehr verwirrt und wieder lest und wieder mehr versteht, werdet ihr dementsprechend anfangen zu erkennen, dass dies der Weg der Entwicklung jedes einzelnen Menschen zum Kontakt, zum Treffen, zu seinem Treffpunkt mit dem Schöpfer ist. Kiew, bitte. Да, дорогой Раф, а вот он здесь пишет про зависимую любовь, а к какой мы должны все-таки прийти? Ja, lieber Raf, schreibt hier zuerst die Liebe, die abhängig ist von etwas und unabhängig ist davon. Wir müssen zur Liebe gelangen, zu einer absoluten, vollkommenen, ewigen Liebe, so wie er schreibt. Das heißt, es kann nicht sein, dass irgendetwas diese Liebe verändert. Das heißt, sie ist auf der einen Seite eine hundertprozentige Liebe von Seiten des Geschöpfes zum Schöpfer. Und so stellt er fest, dass diese Liebe von Anbeginn an vom Schöpfer gegenüber allen Geschöpfen besteht. Was ist die Liebe, die von nichts abhängig ist, die absolute Liebe? Das ist so eine Empfindung, dass es ewige Liebe ist und vollkommen. Und das ist außer ihr sonst nichts oder neben ihr nichts anderes gibt. Zu allem anderen werden wir gelangen und das fühlen, das ist noch vor uns, vor jedem Einzelnen, für jeden bestimmt. Carmiel, bitte. Danke, Raff. Wofür muss ich die Freunde lieben? Es geht doch nicht um ihre Eigenschaft. Du musst die Freunde lieben, weil sie dir dabei helfen, zum Schöpfer zu gelangen. Sie sind deine Teile der Seele. Durch sie erhebst du dich von der Stufe des Tieres zur Stufe des Menschen. Ohne sie, wären sie nicht da, wärst du verloren gewesen. Natürlich würde sich der Schöpfer eines Tages um dich kümmern, aber wer weiß wann. Deshalb richtet der Schöpfer rund um jeden Einzelnen eine Gruppe und so wie im Artikel die Bürgschaft beschrieben steht, muss der Mensch sagen, dass der Schöpfer ihm das so eingerichtet hat und seine Hand auf das gute Schicksal legt und dem Menschen sagt, nimm dir, das sind deine Freunde. Durch die Verbindung mit ihnen verbindest du dich mit mir. Moskau 1. Каждая из этих четырех степеней любви к ближнему, она по своему... Wie kann jedes Maß der Liebe zu den Mitmenschen in ihrer Form zur Schöpferliebe gelangen?
Selbstverständlich, natürlich. Moskau 6, bitte. В этом отрывке он говорит таким образом, как будто это не относится к нему, как будто он говорит. In diesem Abschnitt sagt er, dass, er zeigt hier eine Zeichnung, dass das nichts mit ihm zu tun hat. Baal HaSulam hat diese Sachen in einer absoluten, vollkommenen Weise erlangt. Deshalb erklärt er dir, das, was in der Natur geschieht, wo die ganze Natur unter ihm ist. In Ordnung? Gut, dann gehen wir über zum Buch Zohar, über die Liebe. Wir machen weiter, Überschrift, das Buch Zohar über die Liebe, und zwar lesen wir Zitat Nummer 17. Der Mensch sollte den Schöpfer lieben, weil er keine andere Arbeit vor dem Schöpfer gibt als die Liebe. Wer ihn liebt und mit Liebe arbeitet, den nennt der Schöpfer Liebenden. Nochmals, Punkt Nummer 17. Der Mensch sollte den Schöpfer lieben, weil es keine andere Arbeit vor dem Schöpfer gibt als die Liebe. Jeder, der ihn liebt und mit Liebe arbeitet, den nennt der Schöpfer Liebenden. Punkt 18, auch aus dem Buche Zohar für alle. Es steht geschrieben, warum bin ich gekommen und es gibt hier keinen Menschen? Wie sehr wird Israel vom Schöpfer geliebt? Denn wo immer sie sind, ist der Schöpfer unter ihnen, da er seine Liebe nicht von ihm entfernt, wie es geschrieben steht, und sie sollen mir einen Tempel machen, und ich werde unter ihnen wohnen. Nochmals Zitat Nummer 18. Es steht geschrieben, warum bin ich gekommen und es gab keinen Menschen? Wie sehr wird Israel vom Schöpfer geliebt? Denn wo immer sie sind, ist der Schöpfer unter ihnen, da er seine Liebe nicht von ihnen entfernt, so wie es geschrieben steht, und sie sollen mir einen Tempel machen und ich werde unter ihnen wohnen. אין שאלות, מה אני אעשה? או, יש טורקי טו. טורקי טו. אה, היא, גיבטס טורקי 2, ביטה. שבת שלום, ליבה רב ופרנד. אין פרנד פרקט. וי כאן יש צו ליבה גלנגן, די פון ניכטס אבהניג איסט. צו אבסולוטן ליבה. Solange es in der Schöpfung einen Bruch gibt, einen Zerbruch gibt. Also korrigierst du das Zerbrechen? Du korrigierst die Schöpfung. Wenn du deine Einstellung zum Nächsten korrigierst, durch deine Einstellung zum Zehner, so fängst du an zu sehen, dass die ganze Welt in einer korrigierten Weise besteht. Das heißt, dass jeder Kritiker gemäß seiner Verdorbenheit kritisiert. Und wenn du deinen Makel korrigiert hast, so verleumdest du nicht, sondern für dich erscheint die ganze Welt korrigiert und alle sind für dich Gerechte. Und so enthüllt jeder Einzelne die Wirklichkeit nur in dem Maß seiner persönlichen Korrektur. Ist es in Ordnung? Petach Tikva 22. Was ist abhängige Liebe? Wo befindet sich diese abhängige Liebe am Weg, auf unserem Weg? Er setzt das fort. Das ist eine Liebe, eine bedingte Liebe, die durch alle möglichen Beziehungen untereinander verändert werden kann. Wenn der eine
dem anderen mehr oder weniger gibt, ist das, er wird das als Liebe bezeichnet, welche bedingt ist, von einer Sache bedingt ist. Ist das nicht Spiritualität? Das ist Spiritualität, sogar höhere, auf einem hohen Grad, aber sie ist noch bedingt durch Beziehungen zueinander. Darf ich noch was fragen? Ja. Man sagt, dass der Mensch fühlt, dass er den Schöpfer nicht beurteilt. Wann kommt dieses Gefühl? Nein, viel, viel später. Es gibt solche Sprünge, mehr oder weniger, aber sorgt euch nicht, ihr müsst nichts vor dem Schöpfer verbergen und spielt darin nicht, sondern ihr müsst so gut wie möglich einen Bezug zu den Freunden aufbauen und so, und du sollst wissen, so wie du dich zu den Freunden verhältst, das ist deine Beziehung zu dem Schöpfer. Deshalb hat er es so eingerichtet, dass zwischen uns und ihm ein Adapter ist. Das ist die Gruppe, die Freunde. Warum ist das so? Damit wir uns mit dem Schöpfer verbinden können und eigentlich in so einer Weise sein können, in welcher wir unsere Zustände verderben können und sie wieder korrigieren können. Und das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Also, wenn dem so ist, dann lasst uns verstehen, dass das System, in dem wir uns befinden, darauf vorbereitet ist, uns zu erdulden und zu dulden, wie viel wir uns hier auch, wie sehr wir uns auch aufführen mögen. Und der Schöpfer hat die Möglichkeit, diesen Zustand, ganz egal, in welchen Zustand wir abfallen, all das zu korrigieren. Petach Tikwa 18, bitte. Rafa, steht geschrieben, und ihr baut mir den Tempel und ich werde dort wohnen, aber eigentlich wohnt doch der Schöpfer in jedem Menschen. Aber er offenbart sich so, Bezug zu jedem Menschen, wie sie in dem Maß, wie sehr sich jeder Mensch mit allen anderen Geschöpfen verbindet. Wenn ich zur Liebe gelange, wie sehr ich auch alle, sagen wir, alle Geschöpfe lieben möge, je mehr ich alle Geschöpfe liebe, desto mehr enthülle ich in ihnen den Schöpfer, welcher mehr und mehr in ihnen ist. Sodass alle Geschöpfe das Kli sind und der Schöpfer jenes Licht ist, das sich in diesem Kli offenbart. Was ist dieses Heiligtum, das der Schöpfer möchte, das gebaut wird? Der Tempel besteht aus den Wünschen aller Geschöpfe, welche ich miteinander vereinen möchte und sie zum Wohl des Schöpfers ausrichten möchte. Und so enthülle ich in ihnen, dass der Schöpfer sie erfüllt und sie wirklich erhebt bis zu Gmar HaTikun, bis zum Ende der Korrektur, bis zu Ein Sof. Moskau 6. Warum ist die Ordnung der Stufen so angesetzt, dass wir zuerst das Gute der Freunde mir gegenüber und dann der ganzen Welt gegenüber entdecken? Warum ist das so geordnet? Weil das eine zugänglichere Korrektur ist. Das ist zwischen dir und ihm. Und dementsprechend gehst du danach an die äußeren, externen Kelim und enthüllst die Beziehung des Freundes zu seiner Welt. Und auch das ist graduell. Also, in welche kreisförmig ist. In Kreisen. Gilad, bitte. Wir lesen Zitat Nummer 19. All die Freunde, die einander nicht lieben, verlassen die Welt vor ihrer Zeit. Alle Freunde in Raschbis Zeit hatten Liebe der Seele und Liebe des Geistes unter sich. Deshalb wurden in seiner Generation die Geheimnisse der Torah offenbart. Rabbi Shimon würde sagen, alle Freunde,
die einander nicht lieben, bringen sich selbst dazu, vom rechten Weg abzuweichen. Außerdem legen sie einen Makel in die Tora, denn in der Tora gibt es Liebe, Brüderlichkeit und Wahrheit. Abraham liebte Isaac, Isaac liebte Abraham. Und sie waren einander umarmt. Sie umarmten einander. Und sie waren beide von Jakob mit Liebe und Brüderlichkeit ergriffen und gaben ihren Geist ineinander. Die Freunde sollen ihnen gleich sein und sie nicht verunstalten. Denn wenn die Liebe in ihnen fehlt, verunstalten sie ihren Wert oben, nämlich Abraham, Isaac und Jakob, welche Chagat sind. Ja, gesprochen wird hier natürlich nicht über Vater und Sohn wie Abraham, Isaac und Jakob, all diese Generationen, also die scheinbar in Form von Generationen, sondern gesprochen wird über Kabbalisten, welche den Schöpfer graduell Schritt für Schritt, Grad nach Grad erlangen. Aber wenn wir sagen, dass sie einander nahe waren und der eine den anderen hervorgebracht hat, so hat das keinerlei Bezug zu dem, was auf der irdischen Ebene in unserer Welt geschieht. Es hat absolut keinerlei Bezug dazu, sondern gesprochen wird nur über die innere spirituelle Verbindung. Tel Aviv 4. Danke, Raf. Ich habe gehört, Sie hätten gesagt, dass das System nicht leiden kann, was wir tun, und dass die Freunde nur hinausgeworfen werden. Nein, das kann ich nicht erklären. Das ist das Gericht des Schöpfers. Er weiß, er kennt all diese Sachen. Sein System ist über uns. Wir sind nicht in der Lage, das zu verstehen, aber wir sehen, dass viele Menschen kommen und uns verlassen. Und statt ihnen kommen wieder neue. Viele Menschen fallen überhaupt. Einige sterben, einige werden umgebracht. Überhaupt, wir verstehen all diese Sachen überhaupt nicht. Uns ist bloß versprochen. Und das wurde von Kabbalisten geschrieben, die das an sich selbst geprüft haben, dass wenn wir zur Korrektur gelangen, gemäß dem Prinzip, so werden wir gemäß dem Prinzip, jeder Kritiker kritisiert gemäß seiner Verdorbenheit erkennen, dass all das gerecht war und richtig war. Dass alle Menschen, die den Weg verlassen, das ist die Rechnung des Schöpfers und da brauchen wir uns nicht damit beschäftigen, sondern einfach weiter voranschreiten. Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn der Schöpfer das macht, macht er das. Und indem er das und uns daran, das daran teilhaben lässt, ist es ein Zeichen dafür, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen vorbereitet sein, jeden Menschen aufzunehmen, ganz egal, woher er kommt und was bis heute sein Weg war. Wenn er die Weise der Kabbalah lernen möchte, haben wir Bedingungen. Wir haben Anfängergruppen, danach soll er, danach begibt er sich unter uns. Aber für jeden Menschen der Welt, ganz egal, worin er ist, wenn das ein Mann ist, soll er unter Männern lernen, wenn das eine Frau unter Frauen, und so ist es. In Ordnung? Tbilisi. Ja, danke schön. Ja, bitte, Rav. Gut, идет речь. Shalom, Rav. Wir sprechen hier über Liebe. Aber wie die Erfahrung zeigt, wenn der Mensch den Schöpfer nicht rechtfertigt, dann kann er diese Liebe nicht erlangen. Ich glaube, nach der Rechtfertigung des Freundes, nach einem bestimmten Freund, dann beginnt die echte spirituelle Arbeit. Vorher nicht. Vollkommen richtig. Du hast recht. Moskau 1. Hier in dem Abschnitt wurde gesagt, dass die Seelenliebe
Можно ли так сказать, что вот это Und des Geistes kann man sagen, dass die Seele sich mit den Menschen und der Geist mit dem Schöpfer beschäftigen? Nein. Es lohnt sich nicht für euch, irgendwelche Ergänzungen zu dem zu machen, so wie ihr es versteht, wie es eurem Intellekt entspringt. Versucht das so zu machen, wie er das sagt, und danach wirst du enthüllen und wirst es fühlen. Alle Ergänzungen, die ihr aus eurem Verstand hinzufügt, werden euch nur verfügen. Das, was du sagst, ist nicht richtig, und außerdem wird dir das auf deinem Weg vorwärts viele, viele Möglichkeiten bieten, um dich zu verwehren. Deshalb lerne einfach das, was geschrieben steht. Nimm es an, so wie es geschrieben steht. Da lerne das eine, praktiziere, versuche zu praktizieren und danach wirst du enthüllen und weitermachen. Jona? Wir lesen weiter, Zitat Nummer 20. Du sollst deinen Bruder nicht in deinem Herzen hassen. Du darfst deinen Nächsten gewiss ermahnen und sollst dich nicht wegen ihm versündigen. Dieses Gebot ist, ihn zu ermahnen, weil er gesündigt hat, und ihm große Liebe zu erweisen, dass er ihn liebt, sodass er erst Ermahnende nicht bestraft wird. Es steht über den Schöpfer geschrieben: Wen der Ewige liebt, den ermahnt er. So wie der Schöpfer es tut, indem er diejenigen ermahnt, die er liebt, wird auch der Mensch von seinem Weg lernen und seinen Nächsten, den er liebt, ermahnen. Der Schöpfer ermahnt den Menschen mit Liebe im Verborgenen. Wenn einer seine Ermahnung annimmt, sehr gut, wenn nicht, ermahnt er ihn unter denen, die ihn lieben. Wenn er sie annimmt, sehr gut, wenn nicht, ermahnt er ihn offen vor allen Augen. Wenn er sie annimmt, sehr gut, wenn nicht, verlässt er ihn und ermahnt ihn nicht mehr. Denn er lässt ihn gehen und tun, was er will. Ja, Hebräer 10, bitte. Wir müssen die Liebe nicht verbergen, es steht auch geschrieben. Es steht geschrieben, der Mensch muss seine Liebe den anderen offenkundig zeigen, weil er, indem er diese Liebe nach offenkundig zeigt, so vermehrt er damit die Liebe in der Welt. Er gibt damit den anderen ein gutes Beispiel. Woher nimmt er das? Woher nimmt das dein Freund? Soll diese Quelle finden, wo er das gelesen hat, dass man seine Liebe in Bescheidenheit zeigen soll. Die Frage, warum fürchtet sich der Mensch, die Liebe auszudrücken? Was kann er da tun? Der Mensch fürchtet sich wovor, das habe ich nicht verstanden. Die Liebe offen zu legen, auszudrücken. Warum? Dass man ihn auslacht, oder wie? Ich weiß nicht, was er meint. Ich denke, dass wir im Gegenteil alle zu zeigen haben, dass wir voller Liebe sind, voller Liebe zueinander, von einem Menschen zum anderen. Und dadurch vermehrt sich die Liebe zwischen uns und auch in der Welt. Und nicht, dass irgendwer hier einen verborgenen Gerechten spielt. Das wird nichts in die Welt hineinbringen. Italien 3. Was heißt es, dass wir den Freund für seine Eigenschaften danken müssen und hinter ihm den Schöpfer entdecken müssen? Oh, ich habe das nicht verstanden. Er fragt,
wie kann ich den Freund nicht wegen seiner Eigenschaften lieben, weil gerade durch seine Eigenschaften kann ich den Schöpfer hinter ihm entdecken. Der Freund ist wie eine Brücke, die zwischen mir und dem Schöpfer ist, denn in direkter Weise kann ich den Schöpfer nicht berühren, keinen Kontakt aufnehmen, sondern nur durch den Freund. Daraus folgt, dass der Freund ein System ist, das mich mit dem Schöpfer praktisch verbindet. Es ist wie ein Konnektor, der zwischen mir und dem Schöpfer verbindet. Und nicht nur, dass er mich bloß verbindet, sondern später werde ich in dem Verhalten zum Freund sehen, dass er sich so verhält oder anders. Da werde ich sehen, dass es nicht der Freund ist, sondern dass der Schöpfer ihn hier so ausrichtet, damit ich mich an den Schöpfer in richtiger Weise anpasse. Deshalb sehe ich den Freund an als ein verbindendes System, welches wirklich passend ist. Und so verhalte ich mich zu ihm. Ich habe sonst nichts, womit ich mich verbinden kann. Angenommen, Freunde verschwinden. Irgendwas ist passiert. Ich habe absolut keinen Bezug zu ihnen, keine Verbindung zu ihnen, weder spirituell noch physisch. So habe ich keinerlei Möglichkeit, mich an den Schöpfer anzuhalten oder festzugreifen und diese Verbindung mit ihm aufzubauen. Also müssen wir die Verbindung mit den Freunden festhalten. Deshalb müssen wir die Verbindung zu den Freunden wertschätzen. Bitte. Darf ich noch eine Frage stellen? Bitte, bitte, nochmals. Ja, weiter. Ich wollte fragen, in dem Artikel, den wir gelesen haben, über den Beweis der Freunde, wie kann ich den Freund beweisen? Was er gefragt hat, habe ich nicht genau verstanden. Wenn ich solche Fehler habe, womit kann ich den Freund überhaupt rechtfertigen? Indem ich all die Sachen, die mir böse erscheinen und indem ich sie zu 100% rechtfertige, so gelange ich zu meiner vollkommenen Korrektur. Der Zehner ist wie ein Instrument, durch welche ich meine Kalibrierung durchführe. Denn durch dieses Kalibrierungssystem an den Schöpfer, also indem ich die Freunde so sehe, dass sie zu 100% recht haben, ich will mich ihnen nähern, ich will mich ihnen zugehörig fühlen, so sehe ich, dass ich in so einer Weise eine Korrektur durchführe, meine Korrektur. Und ich habe absolut keine andere Möglichkeit, was zu tun, weil es außer mir keinen anderen Verdorbenen gibt. Die ganze Welt ist das System des Schöpfers. Es gibt nichts anderes außer ihn, außer mir. Und wenn ich außer mir noch einige anderen Verdorbene sehe, so ist es deshalb, weil ich meine Meinung ihnen gegenüber zu verändern habe. Ich sehe diese anderen als Verdorbene und Niederträchtige, und indem ich mich korrigiere, sehe ich sie wirklich als Gerechte und Korrigierte. Fokusgruppe. Ich fühle nicht, dass ich die Freunde liebe. Ich fühle vielleicht, dass ich Mitleid habe mit ihnen. Aber ich fühle keine Liebe und kein Gebet für sie. Das stört mich, weil ich höre, dass ich sie lieben muss, aber ich weiß nicht, wie zu tun. Tonstörungen. Man muss viel darüber nachdenken. Man muss mehr und mehr darüber nachdenken, bis sich das im Gehirn und dann im Herzen festigt. Buongiorno, Rav.
anche se l'amico mi ammonisce con dolcezza, io provo fastidio. Come faccio a vedere l'ammonimento? Ich fühle es nicht angenehm. Da sorlo bise. Hilf ihm dabei. Es geht nicht darum, wer Recht hat oder nicht, sondern wir handeln als Teile des Systems, als Komponenten eines Systems, wo jeder Einzelne zu erfüllen hat, was ihm auferlegt wurde, um das System zur Einsoft zu bringen. Deshalb habe ich hier keinerlei Platz, um mich zu fürchten oder richtige Berechnungen anzustellen, außer einer einzigen Berechnung. Ich muss mich zu jedem Freund richtig verhalten, sodass durch meine richtige Beziehung zu ihm ich einen richtigen Bezug zum Schöpfer aufbaue, ihn enthülle und ihm Zufriedenheit bereite. Moscow 5. Да, Рав, когда вот вы сейчас говорите, мы вас внимательно слушаем. Wenn Sie sagen, wenn ich Ihnen mit Aufmerksamkeit zuhöre, wo befindet sich diese Speicherung, in mir oder im Zehner? Ich würde wollen, dass sich das im Zehner befindet. Alles ist in deinem Zehner. Das ist richtig. Petach Tikva 13. Rav, was heißt es? Beweisen, Zurechtweisung und den Freund zurechtweisen. Indem wir mit aller Kraft versuchen zu enthüllen, dass das Verderben in uns ist und auch die Korrektur in uns ist. Es gibt niemanden, der handelt außer mir durch den Zehner auf den Schöpfer. Ken? Den Freund zurechtweisen. Und den Freund zurechtweisen? Rav sagt, ja, das ist, alle Freunde sind groß und ich bin der Kritiker und ich kritisiere gemäß meiner Verdorbenheit. Unity 1, bitte. Rav, ich habe diese Unneispravenheit des Товарищи und сразу же понимаю, что это мне показывает то, что я думаю. Wenn ich einen Fehler beim Freund sehe und man zeigt mir, was ich in mir korrigieren muss, was sind die Tätigkeiten der Korrektur, was für Korrektur muss ich durchführen, wenn ich das sehe? Bemühe dich zu überlegen, wie du dazu gelangst, alle zu rechtfertigen, sowohl die Freunde als auch den Schöpfer, die ganze Menschheit. Und du siehst deinen Abdruck auf dem weißen Licht, auf die ganze Welt, dass die ganze Welt vollkommene Gerechte sind und sich alle mit absolutem Geben beschäftigen. Und es gibt nichts in der Wirklichkeit, was böse oder schlecht ist, außer deinen Handlungen. Und du möchtest sie jetzt korrigieren, um die Korrektur abzuschließen. Außer dir bleibt niemand anderer über, der eine Korrektur bedarf. In Ordnung? גלעד? קטע מספר 21. אהבה שלמה היא אהבה בשני... ציטט נומה 21. Vollkommene Liebe ist die Liebe auf beiden Seiten. Ob ich din oder in chesed. Und erfolgreichen Wegen. Er wird den Schöpfer lieben, selbst wenn er seine Seele von ihm wegnimmt. Diese Liebe ist vollständig, denn sie ist auf beiden Seiten, in Chesed und in Din. Daher kann das Licht des Schöpfungsaktes heraus, kam das Licht des Schöpfungsaktes heraus und wurde dann verhüllt. Als es verhüllt wurde, kam das harte Din heraus und die beiden Seiten, Chesed und Din,
wurden zusammen eingeschlossen und wurden ganz vollkommen. Dies gab Raum für die Einbeziehung der beiden Enden als eins. Das ist so, weil es nun möglich wurde, die Ganzheit seiner Liebe zu offenbaren, selbst wenn er einem die Seele wegnimmt. So wurde Raum gegeben, die Liebe in einer Weise zu ergänzen, dass, wenn sie nicht verborgen und das Harte, die nicht offenbart worden wäre, diese große Liebe des Gerechten entbehrt hätte und es niemals möglich gewesen wäre, dass sie offenbart werden könnte. Nochmals Zitat Nummer 21. Vollkommene Liebe ist Liebe auf beiden Seiten, ob in Din oder in Chesed und auf erfolgreichen Wegen. Er wird den Schöpfer lieben, selbst wenn er seine Seele von ihm wegnimmt. Diese Liebe ist vollständig, denn sie ist auf beiden Seiten, in Chesed und in Din. Daher kam das Licht des Schöpfungsaktes heraus und wurde dann verhüllt. Als es verhüllt wurde, kam das harte Din heraus, das schwere Din heraus und die beiden Seiten, Chesed und Din, wurden gemeinsam eingeschlossen und wurden vollkommen. Dies gab Raum für die Einbeziehung der beiden Enden als eins. Das ist so, weil es nun möglich wurde, die Ganzheit seiner Liebe zu offenbaren, selbst wenn einem die Seele wegnimmt. So wurde Raum gegeben, die Liebe in einer Weise zu ergänzen, dass, wenn sie nicht verborgen und das harte Dien nicht offenbart worden wäre, diese große Liebe des Gerechten entbehrt hätte und es niemals möglich gewesen wäre, dass sie offenbart werden könnte. Bitte 25. Bitte 25. Was heißt es, dass die Taten zum Schöpfer auch mich beinhalten? Gerade, ich habe mich verstanden. Was meint er? Was heißt es, dass meine Taten gegen den Schöpfer auch mich beinhalten? Meine bösen Taten sozusagen. Meine bösen Taten gegenüber dem Schöpfer auch mich beinhalten. Habe ich nicht verstanden. Sie haben gesagt, dass nur meine Taten schlecht sind und alle anderen sind gerechte. Was heißt das, dass meine Tätigkeit, meine schlechten Tätigkeiten, wenn, was heißt es, wenn auch der Schöpfer in mir drinnen ist? Das verstehe ich eben nicht, woher du diese Annahme hernimmst, diese Weise und Erhabene, dass auch du den Schöpfer beinhaltest. Nein, dass der Schöpfer auch mich mit einbezieht. Ich bin ja ein Teil des Schöpfers. Rav sagt, das verstehe ich nicht. Es ist nicht das erste Mal, aber so ist es. Ich verstehe nicht, was du für gewöhnlich, verstehe ich nicht, was du fragst. Weil du von Annahmen ausgehst, die nicht richtig ist. Was bedeutet es, dass der Schöpfer dich beinhaltet? Du kannst sagen, nichts außer ihm. Ja, du kannst sagen, ein und Milvado. Damit kannst du das Buch schließen und gehen. Wozu lebst du? Denn wenn du sagst, es gibt nichts anderes außer dem Schöpfer, dann gibt es nur den Schöpfer, es gibt alle erfüllen den Willen des Schöpfers, alle sind bewegungslos, dann geh und ruh dich aus. Können Sie erklären, was es bedeutet, dass nur meine Handlungen schlecht sind? Fragt Aaron. Rav sagt, ja, so ist es, du musst dich so sehen, du musst so die Wirklichkeit betrachten, dass nur deine Handlungen schlecht sind. Aaron fragt, wie kann ich mich als böse betrachten, wenn der Schöpfer gut und gütig ist? Er sagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
du bist, wenn du böse bist. Hör auf mit deiner philosophischen Herangehensweise. Sie zerstört dich, sie verwirrt dich, sie benebelt dich. Sie verblödet dich. Petach Tikva 29. Danke, Rav. Es steht hier geschrieben in dem Abschnitt. Er nimmt die Seele von ihm. Was heißt er nimmt die Seele von ihm? Das bedeutet, dass alles Wichtige, was der Mensch hat, alles Wertvolle, all das Wertvollste, ganz egal. Stell dir vor, der Schöpfer würde das jetzt von ihm wegnehmen und der Mensch wäre null. Hätte nichts mehr. Nichts mehr. Nur noch auf der Stufe des Bewegungslosen, des Dummen. Auch wenn ihm das geschehen würde, bemüht er sich in diesem Zustand, dem Schöpfer zuzustimmen, mit ihm einverstanden zu sein und hier mit ihm in Verbindung zu sein. Das letzte Zitat, Nummer 22. Zitat 22, die Gerechten in jeder Welt haben mehrere Abschnitte über Abschnitte. Die höchste aller Abteilungen ist für diejenigen, deren Liebe zu ihrem Meister in ihnen gebunden ist, da ihre Abteilung mit der Halle verbunden wurde, die sich über alles erhebt, da der Schöpfer in ihr mit Liebe gekrönt ist. Jene Halle, die höchste, heißt Liebe und alles steht auf der Liebe, wie es geschrieben steht. Viel Wasser wird die Liebe nicht auslöschen können. Alles steht in der Liebe. Nun, hier ist es mal Lishon. Lishon, darum echat, bevakasha. Zu Fragen diesbezüglich. Israel 1, bitte. Was ist vollkommene Liebe in der Freundesliebe? Ze nida ktsat lifnei gmar ha-tikun. Das werden wir erst ein wenig vor Gmar Tikun wissen. Denn in dem Maß, in dem wir einander lieben, werden wir auch zur vollkommenen Liebe zum Schöpfer gelangen. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Großes, sehr Erhabenes. Vollkommene Liebe zwischen Freunden ist, wenn offenbar jeder die Freunde nicht nur als die größten Generationen betrachtet, sondern überhaupt auf einem Grad, wo man so ist wie der Schöpfer. Das heißt, er rechtfertigt sie in jeglicher Hinsicht. Und das bedeutet Liebe der Welt. Was heißt den Freund rechtfertigen mit vollkommenem Herzen? Der Schöpfer gibt dir alle möglichen verdorbenen Formen, um den Freund in so einer verdorbenen Weise zu sehen, von allen möglichen Erscheinungsweisen. Und der Schöpfer gibt dir alle möglichen Hindernisse und Übungen, damit du den Freund so siehst. Doch du musst dagegen ankämpfen und dich bemühen, dir selbst zu beweisen, dass all das nicht richtig ist, dass du das aus deinen verdorbenen Kelim heraus betrachtest und tatsächlich alles außerhalb von dir korrigiert ist. Und dann stellst du fest, dass außer dir nur der Schöpfer in allen Kelim und allen Freunden der Welt ist. Gut, Freunde. Ich denke, dass wir für den heutigen Tag unseren Unterricht hatten. Lasst uns singen, wenn wir ein Lied haben, und lasst uns dann übergehen zum Frauenunterricht. Ihr könnt dann bereits übergehen, die Liebe zu enthüllen, und ich muss ja auch zurechtkommen mit den Frauen. Bitte, Gilad.
Let your heart speak. Let your heart listen. Shoulder to shoulder. You won't be alone. Love is around. The deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite. Living in the light. We'll win this fight. And everything is gonna be alright. Learning to unite. Dearest friends, thank you for being. Together.